Ein überraschender Gewinn im Schlussquartal treibt die Aktien der Deutschen Bank heute über 2% ins Plus. Im vierten Quartal, da lag der Nettogewinn bei 441 Millionen Euro nach einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro noch im Vorjahreszeitraum. Ja, und außerdem gab es weniger Belastungen durch die Rechtsstreitigkeiten. Im Gesamtjahr, da steht ein Überschuss von 1,7 Milliarden Euro nach 0,7 Milliarden noch im Vorjahr zu Buche. Und das ist deutlich mehr, als von den Analysten erwartet wurde. Über die Zahlen der Deutschen Bank spreche ich jetzt mit Dr. Dirk Becker von Kepler Cheffreux an der Deutschen Börse in Frankfurt. Herr Dr. Becker, das letzte Quartal, das lief ja bei der Deutschen Bank deutlich besser als erwartet wurde. Ist das denn jetzt der Turnaround für die Aktie? Was glauben Sie? Ja, es wäre schön, wenn es der Turnaround wäre, aber das kann ich eigentlich noch nicht glauben. Der Grund, warum die Zahlen besser sind, ist vor allem, dass die Deutsche Bank im vierten Quartal weniger Rücklagen gebildet hat für ihre diversen Rechtsstreitigkeiten. Das ist aber nicht so, dass diese Rechtsstreitigkeiten jetzt nicht mehr in Zukunft belasten werden. Das heißt, das, was jetzt im vierten Quartal nicht gebucht wurde, wird wahrscheinlich irgendwann in 2015 gebucht werden müssen. Und insofern ist es eigentlich fast egal, wann es gebucht wird. Es wird auf jeden Fall kommen. Und für die Börse ist es eigentlich immer besser, wenn es hinter einem liegt, als vor einem. Also insofern ist das nicht so gut. Es gab ein paar Lichtblicke im operativen Geschäft, aber ich glaube, die großen Belastungen sind noch lange nicht hinter uns. Die Vorstände, die sind ja jetzt nicht so besonders optimistisch für ihre Renditeziele, bleiben ihnen aber trotzdem noch treu. Müssen denn die Aktionäre hier mit negativen Überraschungen im laufenden Jahr rechnen? Ja, ich glaube, außer den Vorständen glaubt keiner mehr wirklich an diese Renditeziele. Die Deutsche Bank hat sich ja vorgenommen, 12% Netto-Eigenkapitalrendite in 2015 zu erwirtschaften. Wir haben jetzt im letzten Jahr, glaube ich, 2,5% gehabt. Also ich glaube, es erwartet am Markt wirklich niemand ernsthaft, dass das so kommt. Und die Vorstände erwarten es wahrscheinlich auch nicht, aber die müssen offiziell so lange dran glauben, bis sie ein offizielles Profit Warning abgegeben haben. Und das wird dann wahrscheinlich im Laufe des Jahres irgendwann kommen. Besonders im Anleihehandel, da sieht ja die Bank noch immer einiges an Verbesserungspotenzial. Wie stark kann denn die Deutsche Bank von den EZB-Anleihekäufen profitieren? Was glauben Sie? Also ich glaube eigentlich, dass die Deutsche Bank davon ein Nettogewinner sein müsste. Es müsste Liquidität am Markt erhöhen. Es müsste normalerweise die Volatilität erhöhen. Witzigerweise hat der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Andrew Jain, letzte Woche in Davos eher gesagt, es ist negativ für die Bank. Heute hat er im Conference Call mit den Analysten gesagt, es wäre eher positiv. Also ich glaube, die Deutsche Bank weiß es selber noch nicht so genau, aber es spricht eigentlich einiges dafür, dass es positiv sein müsste. Ein besonders schwaches Segment ist ja hier auch trotzdem das Privatkundengeschäft. Und auch die Postbank-Tochter, die macht ja noch immer Probleme. Also eine neue Strategie soll ja das Geschäft jetzt wieder, naja, sagen wir mal, ins Lot bringen. Wie könnte diese denn aussehen, Ihrer Meinung nach? Ja, das ist, glaube ich, sagen wir mal, das ganz große Ereignis, was für die Deutsche Bank dieses Jahr bevorsteht. Es wird wahrscheinlich vor der Hauptversammlung im Mai einen Kapitalmarkttag geben, auf dem die Deutsche Bank eine komplett neue Strategie vorstellt, wahrscheinlich auch die Finanzziele anpasst. In der Presse ist viel darüber spekuliert worden, ob die Postbank verkauft wird. Ich glaube, das wäre keine so schlechte Idee. Die Postbank hat innerhalb der Deutschen Bank keine gute Performance gehabt. Die Deutsche Bank hat ja über 10 Milliarden dafür bezahlt, wenn man alles zusammenrechnet. Und die Gewinne der Postbank sind im Bereich von, sagen wir, 400 bis 500 Millionen geblieben, also eine, sagen wir, 4-5% Kapitalrendite. Ich glaube, die Deutsche Bank wird auch außerdem ankündigen, dass sie sich aus weiten Teilen des US-Investmentbanking zurückziehen wird. Es wird wahrscheinlich auch nochmal einen neuen Kostenkürzungsplan geben. Und insgesamt wahrscheinlich dann eben neue Finanzziele, die dann auch realistischer sind als die wir im Moment haben. Herr Dr. Becker, wo erwarten Sie denn die Aktie der Deutschen Bank, sagen wir mal, in 12 Monaten? Ja, also wir haben seit langer Zeit die Deutsche Bank auf einer Kaufempfehlung gehabt. Das hat sich leider nicht so bewährt. Wir bleiben trotzdem im Moment dabei. Wir glauben, die Aktie ist extrem billig. Wir haben ein Kursziel von 34 Euro auf 12 Monate. Dann sage ich besten Dank für diesen Überblick bei der Deutschen Bank, Dr. Dirk Becker. Vielen Dank.